So, schnell noch die Spieler wechseln. Starboard, Swap Players. Yep. Monchi gegen Blast SYZ. Wir haben inzwischen Spiel Nummer 13 erreicht. Und sehen jetzt hier auf Dual Side im Best of 5. Habe ich das eigentlich in Starboard geändert? Wahrscheinlich nicht, oder? Ne, hier steht immer noch Best of 3. Best of 5. Und Monchi hat sich schon 2 zu 1 durchgesetzt. So, Start war um 4:32. Monchi hat sich schon 2 zu 1 durchgesetzt. Beide Male, ja, ziemlich überzeugend, muss ich sagen. Wobei Blast SYZ das eine Mal, als er da gewonnen hat, auch sehr überzeugend gewonnen hat. Das heißt, er muss nur noch hier wieder zurück ins Spiel finden und die Schwachstelle hier in Monchis Spiel finden. Denn auch hier Monchi wieder mit einem Pylon direkt hier unten an seiner Natural Expansion, wird sich also hier unten einbauen, denn er hat den Pylon nicht hier nach vorne gesetzt, sondern wirklich runter an seine, an den unteren Rand seiner Rampe. Und sonst hat Monchi hier noch nichts geplant, außer vielleicht gleich eine Expansion oder kommt dann doch eine Forge. Nein, es könnte. Nein, es sieht tatsächlich so aus, als wäre es hier die Expansion, wenn die hier als erstes kommt. Er hat die Mineralien. Ja, da ist der Nexus. Also hier auf jeden Fall der Fast Expand auf Seiten von Monchi. Hier bei SYZ haben wir wieder den Extraktor First. Der Pool ist schon fast fertig und jetzt kommt es halt wieder darauf an, wie hier SYZ sein Gas sammelt. Er hat jetzt wieder gleich genug. Er hat ein bisschen später angefangen. Sonst hat er immer zu diesem Zeitpunkt schon genug Gas. Und er hat schon einen abgezogen. Da ist der nächste und da ist der letzte. 100 Gas. Schnappt dir den Metabolic Boost und ab geht's hier wieder an die Mineralien. Ja, Metabolic Boost tatsächlich echt lange drauf gewartet. Und ja, Monchi wollte hier ein bisschen rumärgern, wollte hier eine Expansion verhindern. Aber die Zerklinge sind schon draußen und jetzt kommt die Expansion. Das heißt, hier weiß Monchi auch Bescheid, was das Timing angeht. Versteckt hier hinten eine Probe. Es gibt tatsächlich Leute, die behaupten doch mit bösen Zungen, dass man auf dieser Map hier grün wählt, damit es hier auf der Map nicht so auffällt. Wobei das wahrscheinlich auf dieser Seite der Map besser ist. Hier wäre wahrscheinlich braun oder sowas interessanter. So, die Sonne wird wahrscheinlich nicht allzu viel hier mitkriegen. Oh, sieht hier gerade noch so, dass das Gas fertig ist, aber wenn es gebaut wurde, dann lässt man das wohl auch durchgehen. Und Monchi sonst hier relativ ähnlich den restlichen Spielen, hat jetzt seine Forge geaddet, hat sich jetzt hier dazu entschlossen, den Wall-In hier zusammen mit dem Nexus zu starten, anstatt ihn hier vorne ein bisschen vorgezogen zu setzen. Photonkanone sogar noch in die Mineral-Line rein. Und ja, also das sollte kein Problem sein hier. SYZ fürs Erste rauszuhalten. Guckt euch das an. SYZ müsste hier komplett außenrum an 2 Photonkanonen vorbei. Und dann, ich weiß noch nicht mal, ob hier dann tatsächlich nur. Nein, da ist auch noch eine Lücke. Also dann an 2 Lücken vorbei. Das wird nicht allzu einfach zu knacken sein. So, sonst hier SYZ positioniert hier seine Overlords schon wieder fantastisch, aber Monchi lässt das Ganze nicht nochmal mit sich machen mit so einem Hidden Nidus-Netzwerk, sondern setzt hier jetzt schon einen Pylon hinten in seine Base, dass er ja hier die Vision hat. Es gibt vielleicht noch ein, zwei Punkte, wo das klappen könnte, hier oder so, oder oh, oder hier. Aber erstmal nicht. So, jetzt hier SYZ mit dem versuchten Runbuy, allerdings hier hinten auch komplett zu. Jetzt sogar noch eine Photonkanone in der eigenen Mineral Line. Macht also auch hier hinten den Weg zu. Das Einzige, was hier jetzt passieren kann, ist, dass hier die Warpgate-Technologie abgebrochen wird und der Tech für die Stalker. Das ist natürlich bitter. Dass er hier jetzt den Kybernetik-Kern
verloren hat auf der Hälfte der Erforschung von vom Warp Gate und muss sich jetzt komplett hier auf Berserker zurückziehen. Ja, no Sentries, genau. Und keine Stalker halt. Ja, in der Zwischenzeit ist hier SYZ hinten lustig am weiter dronen und am Creepsbrennen so ein bisschen. Baut hier jetzt seinen Creep Highway runter zu seiner Natural Expansion. Alles ganz entspannt. Hat hier jetzt seinem Gegner einen guten Schlag verpasst und shit, jetzt kommen die Banelinger. Mit Banelingen, wie viele morpht er hier gerade? 8-2. Okay, also 12 Banelinge morpht er. Und vielleicht kriegt er hier sogar jetzt noch das Level 1 Waffen-Upgrade abgebrochen, wenn er sich jetzt hier schnell reinbombt. Oh, schönes Force Field hier. Sehr, sehr schönes Force Field. Das könnte hier dafür sorgen, dass das Level 1 Upgrade tatsächlich noch fertig wird. Minimale Schäden bis jetzt hier drauf passiert. Und Level 1 Upgrade tatsächlich noch fertig geworden. Aber es war hier wirklich eine Sache von Zehntelsekunden, würde ich sagen. Zehntelsekunden haben hier wirklich für das Level 1 Upgrade noch gesorgt, dass er da auch kein Chrono-Boost drauf hier verwendet hat. Hat mich wirklich überrascht. Das hätte auch ziemlich ins Auge gehen können. Ich glaube, das war auch mehr Glück als Verstand. Natürlich mit den Force Fields gut gesetzt, aber dass das ausgerechnet kurz davor wieder noch hält, ich weiß ja nicht. So, SYZ hat sich aber erstmal hier zurückgezogen, ist erstmal mit dem Schaden, den er angerichtet hat, zufrieden. Oder beziehungsweise eher nicht zufrieden, denn diese ganzen Banelinge, die hätten durchaus mehr machen können, als hier eine Schmiede zu vernichten und sonst nur blöd zu platzen. Oh nein, ach nein. Ja, das ist natürlich bitter, wenn man hier die eigene Sentry da drin fängt, wenn hier die Einheiten so dämlich sind, was den Rally Point angeht. Ja, jetzt müssen hier natürlich ein paar Stalker nachgesetzt werden. Er hat jetzt die Berserker doch eher weit in den oberen Nummern und jetzt die Warplands werden wahrscheinlich hauptsächlich aus Stalkern bestehen. Hat hier jetzt noch zwei Gates nicht zum Warp Gate gemacht. In der Zwischenzeit haben wir hinten für Blast SYZ wieder ein Spire, ein paar Banelinge und ein Level 1 Panzerungsupgrade zusammen mit einer ganzen Menge hier an Verteidigungsgruppen. Und ja, das könnte sogar noch fertig werden. Banelinge werden jetzt hier an die Seite gestellt, um hier dem Gegner vielleicht, obwohl von hinten in den Rücken fallen, ist der Weg vielleicht ein bisschen lang. Okay, wie kann das denn klappen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. So, jetzt hier mit den Banelingen. Ah, schöne Force Fields wieder. Da macht er nicht viel Schaden mit dieser Anzahl von Banelingen. Das könnte fast hier das letzte Spiel für Monchi sein. Denn es ist hier ein Best of 5 und Monchi ist schon 2-1 in Führung. Wenn hier Monchi weiter Druck macht, hat er einen Proxy Pylon gesetzt. Ja, so sieht's aus. Und er hat hier natürlich gut Gates hinten. Jetzt endlich werden auch die anderen Gates hier noch transformiert. Und das hier mit dem Meat Shield, mit den Zealots hier vorne und den guten Force Field sollte das durchaus zu knacken sein. Auch wenn hier natürlich wirklich gut viel arbeitet. 18 Zwerglinge werden hier gemorpht und 8 weitere Mutalisten. Da die Spinecrawler werden hier gerade wirklich gut dezimiert. Jetzt die Main Base und da ist das GG von SYZ.